Hallo und herzlich willkommen im Schneesturm und damit ein herzliches Willkommen in der nächsten Folge der Diamant Nuzlocke. Und wir machen hier weiter, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Ist ja mal wieder eine Woche her und mal gucken, wie wir uns hier schlagen. Ich bin ein Ass und ich kann sehen, dass du auch ein Ass bist. Ja, sonst wäre ich nicht bis hierhin gekommen. Das ist so. Und mal gucken, wie wir uns schlagen. Und wenn es euch gefällt, heute gerne ein Like da lassen, kommentieren. Und ja, mal gucken, ob wir hier gegen dieses Ambi-Diffel eine gute Chance haben. Wir sind nämlich ziemlich angeschlagen, unser Team. Aber wenn wir jetzt ein Level-Up mit Bronzel kommen, dann entwickelt sich endlich. Das hat es auch endlich verdient. Das wäre mega gut und wir versuchen mal mit Sondersensor viel Schaden anzurichten, aber ja, dieses Ambi-Diffel macht ja Sandwirbel. Das ist echt nervig. Und mal gucken. Ja, wir nähern uns langsam dem großen Ziel in diesem Projekt, das wo drauf es ankommt und es hagelt. Und zwar, dass wir dann endlich Dialga fangen können. Das ist ja das Highlight. Die Liga kommt natürlich auch noch später, aber ja, Dialga ist nicht mehr weit. Okay, ich weiß es nicht. Es kann noch, keine Ahnung, 3 Folgen gehen oder 5 Folgen gehen. Je nachdem, wie schnell ich da hinkomme. Aber ich vermute mal, in meinem Tempo dauert es noch ein paar Wochen, bis wir da hinkommen. Ja, das liegt halt an meinem Upload-Zeitplan. Aber das wird sich irgendwann in Zukunft ändern. Dann werde ich auch Serien oder Let's Plays versuchen, öfters zu bringen. Und ja, ich muss noch das alles so justieren, wie ich das für richtig halte. Und wir machen ja schon genug Schaden. Dieses Ambi-Diffel macht zum Glück nicht so viel Schaden. Oh, Kehrtwende, das ist eine Käferattacke, sehr effektiv. Und wir wären fast gestorben. Das ist natürlich schlecht. Und er ruft Kadabra. Das ist natürlich ärgerlich. Weil das ist natürlich ein Psycho-Pokémon, der ist aber nicht sehr effektiv gegen uns. Das heißt, wir haben gute Chancen, ihn vielleicht zu besiegen. Und gucken wir mal rein, was Sondersensor für Schaden macht. Ob das viel Schaden macht oder nicht viel Schaden. Ne, macht nicht viel Schaden, weil wir auch nicht sehr effektiv sind. Und es hagelt auch noch. Das ist natürlich noch schlimmer. Weil wir brauchen ja unsere Pokémon. Wir gucken mal, was das hier noch anrichten kann. Das Bronzel und der Hagel. So, weiter geht's. Wir probieren es mal mit Gyroball. Wenn es ausreicht, reicht es aus. Wenn nicht, Pech gehabt, dann müssen wir versuchen zu wechseln. Irgendwie müssen wir es doch hinkriegen, dass wir den hier besiegt kriegen. Sieht gut aus. Ja, das mit dem Hagel ist halt kritisch. Und dann kommt da immer noch sein Ambi-Diffel, was natürlich ordentlich viel Schaden reingehauen hat. Ich wusste nicht, dass der Kehrtwende kann. Und das hat natürlich Probleme bereitet. Aber es kann Genesung. Scheibenkleister. Ja, dann sollten wir mal den weiter schwächen. Hoffen, dass der wieder Genesung macht. Und ich wollte eigentlich auf den Bojolin wechseln. Aber es ist schwierig, weil ich möchte ja gerne dann den behalten. Und das Bronze will ich auch behalten. Reflektor. Ich hätte wechseln können, weil er keine guten Attacken macht. Ja, ich muss irgendwie was machen. Wir können noch ein paar Runden aushalten. Es ist im Moment schwierig mit meinem Team. Aber er soll halt ein Level-Up bekommen, damit er sich endlich entwickelt, endlich zu seinem großen Pokémon wird und nochmal KP bekommt und er macht Aussitzer. Ich hoffe, das reicht. Wir hätten auf jeden Fall so oft wechseln können, aber ja, ich habe es nicht gemacht, weil Kadabra nicht angreift und ich muss, ich glaube, ich gehe das Risiko ein, weil das Bronze lebt nicht mehr lange. Ja, wir probieren es einfach mal mit Anton. Vielleicht macht der Anton genug Schaden und wir gucken mal, dass es läuft. Weil ich will Bojolin jetzt nicht opfern, ich weiß mich nicht. Bei meinem Glück macht er jetzt eine Attacke, die was abzieht. Genesung, okay. Ja, ich habe aber keine Tränke mehr im Beutel, das ist halt das Problem. Und Anton kann man opfern. Wir haben ja einen Schneebedeck im Team. Und Medite brauchen wir, um gegen die 7. Arena zu bestehen.
Und deswegen können wir ruhig Anton opfern. Wir versuchen es mal mit Aquavelle. Vielleicht kriegen wir den ja verwirrt. Und er macht sich selbst Schaden. Das wäre das Optimalste, was passieren kann. Nur leider kann das hier lange dauern. Wir halten uns hier an so einem blöden Kampf Ewigkeiten auf. Das ist natürlich das Ärgerliche. Aber das ist gut. Das ist gut. Aber der Hagel hört eigentlich auf, ne? Das ist schon mal sehr schön. Und ja, ihr dürft natürlich auch gerne mal kommentieren, wie euch bisher dieses Let's Play gefallen hat. Und ja, wird mich natürlich sehr interessieren. Er macht bestimmt wieder Genesung. Die Strahl sollte eigentlich nicht so viel Schaden abziehen. Ja, weil ich habe aktuell auch kein Thema, was ich euch erzählen kann. Und ich habe Anton gekillt. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, es ist halt ärgerlich, aber okay, es ist nur ein Anton. Ich weiß noch nicht, ob jemand traurig ist, wenn Anton gestorben ist. Das werde ich dann in den Kommentaren herausfinden, ob ich gehatet werde. Aber ich brauche halt wirklich Bougeline. Und zum Glück kann das Knirscher und das macht dann das Kadabra platt. Aber ich hatte irgendwie Angst, das zu wechseln, weil ich hatte Sorge, dass es besiegt wird. Und das muss ja nicht sein, weil wir brauchen das noch. Und wir haben auch keine Möglichkeit zu heilen. Und vielleicht müssen wir ja sogar damit Medite kämpfen. Weil, ja, Bronze ist angeschlagen, Bougeline ist angeschlagen, es hagelt. Und es ist ein Ambidiffel auf dem Feld. Aber es ist halt nur Level 20, ne? Na, das können wir nicht tun. Das können wir nicht tun. Das ist nicht kampfbereit, das Medite. Das braucht die Erfahrung. Es ist schwierig. Aber wir sollten doch eigentlich schneller sein. Mit Surfer sollte das doch eigentlich kein Thema sein. Er sollte noch Ambidiffel besiegt sein. Und ich glaube, der Hagel sollte mir dann keinen Schaden zufügen. Ich hoffe es doch. Ich bete dafür, dass es so ist, dass ich mich richtig erinnere. Medite, Level 21. Das braucht auf jeden Fall definitiv noch Training. Bougeline. Und ja, wir können ja dann, wenn wir irgendwo hinkriegen, wo wir einen PC finden, Schneebedeck ins Team packen. So, das war schon mal geschafft. Wir gehen auf jeden Fall den wilden Kämpfen nicht. Also wir machen keine wilden Kämpfe. Die müssen wir auch noch bekämpfen, ne? Hier ist nämlich schon eine neue Route, gleich. Ich muss nur kurz gucken, ob ich Items habe, die ich benutzen kann. Weil das wäre sehr nützvoll, wenn ich noch was finden würde. Ja, geben wir dem einfach mal eine Sinelbeere. Besser als nix. 10 KP sind schon mal viel. Einsetzen? Nein. Ich gebe den jetzt einfach mal die Bären. Geben. Die sollen KP wiedergeben, aber die sollen auch angeblich verwirren. Und ich weiß nicht, was die haben. Aber wir müssen die Kämpfe mitnehmen, weil wir Training brauchen für unsere beiden Pokémon. Ich hoffe, du hast nur ein Pokémon, das ist, oder mehrere, die schwach sind. Ah, dann ist Hagel wieder schlimm. Okay, sie hat drei Stück. Das ist ein dezentes Problem. Gucken wir mal, was wir hier rauskriegen. Enteron ist schon stark. Okay, es bringt nicht so viel KP. Und es ist nicht verwirrt, das ist schon mal gut. Gyroball. Es schwächt meine Verteidigung, das ist kritisch. Wir müssten auf jeden Fall auf Bougeline wechseln. Das müssen wir tun. Wir müssen gucken, wie der so taktisch drauf ist. Oh, shit. Ich muss Plaudergei opfern, damit ich Bougeline einwechseln kann, weil Bougeline kann Knirscher. Ja.
wir tun es einfach, wir opfern mit Plaudergei. Okay. Lol. Der Gegner ist auch taktisch. Er wollte jetzt mit dem Feuer-Pokémon mir Schaden zufügen. Das heißt, er hat auch einen Ponita. Das ist auch schon mal gut für Beaujolin gleich. Das ist gut für Beaujolin. Das hilft natürlich ihm und mir weiter. Vielleicht kriegt das Plaudergei ja dieses Ponita besiegt. Wir müssen mal gucken. Es kann ja fliegen. Und Furienschlag und Gesang. Wir versuchen es einfach mal mit Fliegen. Vielleicht sind wir ja schneller. Bodycheck trifft nicht. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir sind oben. Ich hoffe... Nein, wir werden trotzdem von Hagel getroffen oben. Das ist schon mal sehr gut. Dann wird Ponita vom Hagel getroffen. Aber ich werde auch vom Hagel getroffen, glaube ich. Genau. Und dann kommt Fliegen. Feuerwirbel trifft nicht. Dann setzen wir Fliegen ein. Und machen dem Ponita ordentlich viel Schaden. Das ist schon mal sehr gut. Plaudergei, du bist besser als ich dachte. Ja, es ist halt kritisch. Nur eine Attacke und ich könnte vom Fenster weg sein. Ich hoffe natürlich, dass er mich dann mit Bodycheck besiegt. Ah, Mann. Mogelbaum. Ach, alle, die sind schlecht, sind gegen Beaujolin. Was für eine Taktik fährst du, bitteschön? Wir müssen auf jeden Fall auswechseln gleich. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Er hat alle Pokémon, wo Beaujolin schlecht gegen ist, also gut gegen ist, die schlecht gegen Beaujolin sind. Ja, es wird heute ein langer Part, weil die Kämpfe sich in die Länge ziehen heute. So, ich hoffe mal, der macht irgendwas Dummes. Wir wechseln nach Beaujolin. Weil ich glaube nicht, dass dieses Mogelbaum ihn besiegen kann. Wir gucken einfach mal. Weil wir brauchen den jetzt. So. Ja, muss ich also machen. Ich habe keinen Bock, meinen Plaudergeist zu opfern jetzt. Weil das dauert mir auch zu lange. Und er macht nicht so viel Schaden gegen Ponita, der gut Schaden ausgerichtet. Und das ist schon mal ein Vorteil, aber es könnte eventuell verwirrt sein. Oh, Glück gehabt. Dreschflegel sollte nicht so viel Schaden machen. Ja, das ist sehr gut. Und jetzt... Ah, dieser Hagel nervt. Das könnte noch kritisch werden. Ich sollte doch zurückfliegen und heilen. Nach dem Kampf. Und dann offscreen mal kurz laufen für euch. Damit wir wieder frisch in die nächste Route gehen können. Aber ich habe halt die Hoffnung, dass da noch irgendwo ein Pokémon Center ist. Oder irgend so ein Typ, der mich heilt. Versteckt. Wir werden es gleich sehen. Aber erstmal kriegen wir mit den ganzen Pokémon Erfahrungen ohne Ende. Die verteilt sich leider auf die ganzen Pokémon. Aber ich denke mal, wir müssen doch zum Pokémon Center zurückfliegen. Und uns heilen. Weil das macht keinen Sinn, so weiterzukämpfen. Wir sind total angeschlagen. Ja, das ist halt traurig. Dann muss ich halt offscreen kurz heilen gehen. Und dann zurücklaufen. Weil mir gehen auch die Attacken aus, mir geht die KP aus. Das ist halt schwierig. Aber das ist halt so in der Nuzlocke. Das ist halt schwierig. Und wir könnten Schneebedeck ins Team packen. Was ja resistent ist gegen Hagel. Ich überlege das gerade, ob ich das machen sollte. Ja, theoretisch. Abwarten. Ich will... Ja, eigentlich will ich den Kampf hier noch machen. Weil ich sehen möchte, was der hat mit Bronzel, wenn es sich dann entwickelt hat. Gegen diesen einen Skifahrer da. Und dann können wir dann gucken, ob auf der neuen Route uns irgendwas Spektakuläres erwartet. Knirscher, sehr effektive Attacke. Beaujolin, machst du genug Schaden? Ja, du machst genug Schaden, weil es ein Volltreffer war. Perfekt. Perfekt. So soll das doch sein. So muss das doch. Medite, Level 22, versucht Offenlegung zu erlernen. Will ich dem aber nicht beibringen. Genau, soll es die neue Attacke nicht erlernen? Ja, weil die ist nicht so gut. Meiner Meinung nach. So, okay. Ne, wir müssen heilen gehen. Wir sollten heilen gehen. Und dann mach
starten wir gleich hier weiter. Wir sehen uns dann. Ich muss kurz fliegen. Bis gleich. So, da sind wir wieder frisch geheilt. Macht ja auch für mich mehr Sinn. Wenn wir jetzt wieder kampfbereit sind, dann quälen wir uns hier nicht durch die Folge. Ihr habt mehr Spaß beim Zuschauen. Und dann können wir jetzt auch diesen Skifahrer hier endlich bekämpfen, wenn der mal hier was machen möchte. Wetten wir bei meinem Glück, dass da in dem Haus jemand ist, der mich heilt. Mal gucken. Ja, und ich hatte Schutz eingesetzt, um hier schnell hinzukommen, damit ich nicht so viele Kämpfe machen muss. Okay, ein Unlicht-Pokémon vom Typ Eis. Es könnte kritisch werden, aber wir probieren es trotzdem mal mit Surfer. Ja, ne? Sollte eigentlich gut klappen, sollte gut abgehen, weil, genau. Knirscher ist nicht sehr effektiv, weil Unlicht gegen Unlicht. Sternschauer ist auch nicht so gut und Surfer ist halt auch nicht sehr effektiv, aber sollte trotzdem genug Schaden raushauen. Genau, sehr gut. Schlitzer, ja, das ist eine starke Attacke. Und ja, das sieht schon mal sehr schlimm aus, aber wir haben ja genug Kampferfahrung hier in diesem Team drin. Aktuell, also von daher sollte das eigentlich passen. Wasserdüse, damit schneller geht, damit ja nichts schief geht. Und so sieht es doch sehr gut aus. So möchte ich das auch gerne haben. Und ja, das Bronzel möchte sich einfach nicht entwickeln. Das braucht einfach noch ein paar Parts, denke ich mal. Ja, die Kämpfe haben nicht gereicht, aber okay, ist auch nicht das kampfstärkste Pokémon. So, gucken wir mal, bei meinem Glück, das ist nämlich hier eine neue Route gleich. Ich habe gleich einen neuen Encounter. Ob hier jemand wäre, der uns geheilt hätte. Wenn du magst, kannst du dich hier ausruhen. Alles klar. Ja, ich sag's euch, ich habe die Mühe umsonst gemacht. Ich habe keine Speckschicht, wie manche der Pokémon sie haben, aber was? Daher trage ich meine mehrere Schichten Kleidung übereinander. Ach so. Ja, hier können wir uns ausruhen. Super. Das, darauf habe ich spekuliert, aber ich hatte halt Sorge, aber den Kampf hätten wir ja. Okay. Vielleicht überstanden, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Das ist eine neue Route, da ist ein Trainer und wir kriegen erst einen Trainerkampf und dann einen weiteren Encounter. Und ja, mal gucken, wie es aussieht. Ich möchte auch nicht mehr so lange in dieser Folge machen. Das hat schon wieder, die Kämpfe haben zu viel aufgehalten. Eben, leider. Ich denke mal, ich mache noch den Encounter und dann ist auch schon wieder die Folge zu Ende. Brauchen wir halt noch ein bisschen länger, wie gesagt. Ziel ist es, nicht die 100 Folgen zu schaffen, aber wenn, dann haben wir halt 100 Folgen, dann bin ich der mit dem Rekord, der am längsten gebraucht hat, um das durchzuspielen. Und ja, so ist das nun mal, ne? Ich krieg dann den Preis dafür und ihr hattet Spaß und viele Videos. Nein, Spaß. Es gibt keinen Preis dafür. Normalerweise sollte man ja auf Schnelligkeit spielen, aber ich mach's nicht und ich habe auch hier viel Blödsinn zwischendurch gemacht. Gebe ich ja auch offen und ehrlich zu. Aber solange ihr es cool findet, solange ihr liked da lasst, solange ihr kommentiert, weiß ich, dass ich alles richtig mache. Maschok. Wir bleiben einfach mal drin. Nein, wir wechseln, wir wechseln. Oder? Ich guck mal, ob das eine gute Idee ist. Ich schau mal. Ich schau mal kurz, ob das so eine gute Idee ist. Ich will nämlich, dass sie sich noch in diesem Part entwickeln. Ansonsten gucken wir mal. Sonst im nächsten Part. Weil da warte ich schon die ganze Zeit drauf, dass dieser Kollege sich hier entwickelt. Sondersensor sollte doch genug Schaden machen. Er macht Silberblick. Er bereitet sich auf einen mächtigen Angriff vor. Und komm schon. Ja, Sondersensor. Mach viel Schaden. Zeig mir, was du kannst. Ja, leider bist du nicht angriffsstark. Aber ich denke mal, ein Sondersensor und das Maschok ist besiegt. Er könnte mir auch viel Schaden machen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir es überleben werden. Hagel macht bei mir nicht so viel Schaden und Fußkick. Ziehst du viel ab? Ja, ordentlich. Ordentlicher Schaden rausgehauen, aber es sollte eigentlich besiegt sein. Und wenn es nicht reicht, dann hagelt es auf Maschok ein und Maschok ist besiegt. Aber ich will halt, dass es sich endlich entwickelt. Okay, es reicht doch nicht. Das ist so ärgerlich. Bitte reich einfach, Hagel. Bitte reich einfach. Bitte besiegt das. Bitte. Es war so klar. Es war so klar. Bojolin, zeig dein Talent. Zeig dein Talent. Rette mir den Tag.
rette mich. Und Silberblick. Sehr gut. Und es hagelt. Ich hätte nur mal angreifen können, weil er Silberblick gemacht hat, aber das weiß man ja vorher nie. Und ich habe gelernt, nicht mehr so viel Risiko einzugehen, aber ich sollte trotzdem auf mein Bauchgefühl vertrauen. Ab und zu mal. Der könnte sogar auf Level 52 kommen, der Bourgeline. Onxel, das reicht nicht. Nein, Medite erreicht Level 23. Das ist sehr schön, aber sie hat, glaube ich, noch einen Sneebel. Oh je. Oh je, oh je. Ja, und ihr vermisst bestimmt auch die, wie heißt es? Kristall Randomizer Nuzlocke. Das wird auch in Zukunft wieder kommen. In längerer Form. Ich denke mal, irgendwann diesen Monat vielleicht noch. Müssen wir mal gucken, wie es zeitlich passt. Weil ich möchte ja da auch, ja, sag ich mal, dass euch zeigen, wie ich die Liga besiege, die ganzen Parts. Aber ich muss noch trainieren, aber ich hatte jetzt in letzter Zeit andere Sachen zu tun, vorzubereiten und so weiter, weil ich möchte ja auch langsam, ja, mit FIFA mal abschließen, mit meiner WM Pack and Play Serie, und da habe ich halt viel Zeit reingesteckt, viele Videos gemacht, und deswegen habt ihr da viele Videos in letzter Zeit so gesehen, wenn ihr dieses Video seht, und deswegen, da sind wir auch noch nicht ganz fertig, das muss jetzt in den Vordergrund rücken, und das ist unser Encounter. Es wird ein sehr cooles Pokémon. Das sollte eigentlich überleben, wenn ich mit Bourgeline angreife. Aber ich gehe kein Risiko ein. Wir machen es ganz dezent mit zweimal Wasserdüse und dann fangen wir das doch. Das ist ein sehr schönes Pokémon. Da freue ich mich auch schon drauf, in Pokémon Go das zu Sneebuna zu entwickeln. Okay, einmal Wasserdüse, weil zweimal überlebt das nicht. Und deswegen gucken wir mal, dass wir jetzt den Ball werfen. Genau, ich mache ja auch da noch eine Serie bei Pokémon Go mit, ja, den vierte Generation Pokémon. Und da folgen ja auch immer wieder Folgen. Folgen auch immer wieder Folgen. Ja, wir probieren den Hyperball, weil ich will kein Risiko eingehen. Genau, so soll es doch sein. So muss es sein. Das ist halt so, dass man halt viele Sachen, viele Projekte gleichzeitig laufen hat, um viel abwechslungsreichen Content zu bieten. Und deswegen kann ich halt auch viele Sachen, ja, die ich gleichzeitig starte, auch nicht immer gleichzeitig beenden. Aber wir werden in Zukunft es ruhiger angehen lassen. Ich will aber halt auch für jeden Tag ein Video haben, verschiedene Sachen haben, was euch nicht langweilig wird. Und deswegen freut es mich, dass mich so viele so cool unterstützen. Und ihr dürft mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr am liebsten schaut, was ihr in Zukunft noch sehen wollt. Egal ob Pokémon-Projekte oder auch was auch immer. Würde mich natürlich sehr freuen, und dieses Sneebel ist halt schwierig zu fangen. Weil, ja, es ist nicht genug geschwächt, aber ich habe halt keine Möglichkeit, es zu schwächen, weil dann würde ich es besiegen. Wir müssen gleich wechseln. Ist es denn erlaubt, dass ich Bedifas einwechsel als wie heißt es? Als Helfer, dass ich hier nicht besiegt werde. Komm, 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 komm. Yes! Sneebel wurde gefangen. Ich will mich noch heilen. Ich will noch einen Schritt in diese Route wagen. Gucken wir noch. Das kriegen wir noch hin. Dann sollte der Part auch angemessen sein. Weil die haben ja auch keinen Pokédex. Pokédex wollte ich schon sagen. Weil das gerade in Pokédex eingetragen worden ist, sage ich das. Nein. Sie haben keinen PC. Genau. PC. Klingt. Nö. Klingt nicht ähnlich, aber fängt auch mit P an. Wenn es kein Shiny ist, fliehe ich jetzt einfach. Schneebedeck. Hallo. Grüß dich. Ja, ich muss kurz heilen. Schneebedeck. Grüß dich. Dich habe ich ja schon im Team. Leider kriegst du kein Training. Du wirst danach später trainiert. Müssen mal gucken, wir brauchen noch irgendeinen guten für die 8. Arena Elektro. Aber wir müssen auf jeden Fall Rex Lisa uns machen, bezüglich schon als Vorbereitung auf Cynthia. Ja, sie haben aber einen Fernseher. So, ja, weil da sehe ich auch schon schwarz. Okay, wir haben eher einen Dialga haben, aber wir brauchen auch was Starkes gegen Bronxel, dieser, glaube ich, Bronxel, Knackrack und Co.
Das ist wie gesagt hier die neue Route. Und da kommt wieder ein Kampf. Aber das machen wir jetzt nicht. Wieder ein Schneebedeck. Nehmen wir auch gerne mit, dass wir es nicht besiegen. Aber okay. Genau. Weil ich will meine Kräfte und Ressourcen schonen für die Route. Aber die sollte jetzt nicht mehr allzu lang sein, die Route. Es sollte, ja, bald abgeschlossen sein. Oh. Habe ich was falsch gemacht? Ich muss mal kurz kontrollieren. Ne, hier ist auch eine neue Route. Und hier ist der Schneesturm stärker. Ich muss nur kurz kontrollieren. Ah, wilde Pokémon. Ja, das zieht sich gerade hier in die Länge, dieser Part. Mashok nehmen wir auch nicht mit. Kann sein, dass es 215 ist, 216 und 217. Das ist also eine kurze Route hier. Und dann kreise ich noch ein Pokémon, ein neues. Aber so viele Eispokémon brauche ich gar nicht. Okay, ich werde natürlich das Sneebel auch ins Team packen. Ich weiß nur nicht, wie ich rauspacke. Müssen wir mal gucken. Hier ist 215, ne? Oder? Weil sonst habe ich einen Fehler gemacht. Ja, schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare, ob ich einen Fehler gemacht habe. Oder ich gucke selber nach. Dann werdet ihr es ja in der nächsten Folge erfahren. Aber ich hoffe, dass ihr mir einen in die Kommentare schreibt. Das wäre sehr cool. Weil hier wird ja angezeigt, dass es eine neue Route war. Oder nicht. Oder habe ich mich vertan? Okay. Ist auch egal. Wir dürfen auf jeden Fall auf der nächsten Route noch einen Pokémon fangen. Vielleicht gehen wir nochmal ins Nibel. Das wäre optimal. Super Vorbereitung. Und so weiter. Für, ja, alles Mögliche. Ansonsten muss ich das ja freilassen. Ihr habt ja auch leider in der Randomizer Kristall Nuzlocke auch nicht reingeschrieben, ob ich Pipi behalten darf oder nicht. Oder Pixie war es, genau. Okay. Ich werde auf jeden Fall nachschauen. Okay, wir machen diesen Kampf noch zum Abschluss. Und dann beenden wir den Part. Ein heftiger Schneesturm. Diese Kälte kann sich mit dem Feuer in meinem Herzen nicht messen. Gut, das ist noch der letzte Kampf. Und dann ist es auch vorbei für diesen Part. Ich hoffe, der hat nicht so viele Pokémon. Aber er hat leider einen Raichu und viele Pokémon. Aber wir versuchen es mal mit Surfer wegzusurfen, das Raichu. Ja, das gefällt mir, diese Route hier. Die Trainer, dass sie hier viele verschiedene Pokémon haben. Dass man hier viele Fähigkeiten, viele Pokémon braucht, um dagegen zu bestehen. Ich werde auf jeden Fall nicht den Fehler machen und es berühren mit Knirscher, weil das könnte mich paralysieren und das muss nicht sein. Und ja, ich finde Raichu cool. Und Donnerblitz. Ich habe Sorgen. Ich habe Sorgen. Bitte. Das müsstest du doch eigentlich hart überleben. Ja, es hat hart überlebt. Hart an der Grenze, es hagelt. Mal gucken, was er als nächstes hat. Vielleicht müssen wir wechseln. Wir müssen gucken. Und dann kann ich auch schon wieder, ja, direkt wechseln, weil das so nicht kampffähig ist. Aber wir haben es gut geschlagen. Es kann gegen ein Elektro-Pokémon durchhalten. Aber in der Elektro-Arena ist keine Chance. Deswegen müssen wir uns auf die Elektro-Arena vorbereiten mit irgendeinem Pokémon. Aber du kriegst ja wenigstens nochmal ein neues Level. Level 42 für dich, Beaujolin. Und wenn die Folge mal wieder ein bisschen zu lang ist, tut es mir auf jeden Fall leid. Aber ich wollte jetzt hier auch ein bisschen was bieten in dieser Folge. Und ja, die Kämpfe am Anfang haben einfach zu lange gedauert, ich weiß. Was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt rein? Wir wechseln einfach mal. Du brauchst... Ah, wir können Schneebedeck einwechseln. Es ist ein Eis-Pokémon und das müsste eigentlich gegen dieses Hippopotas, genau, Hippopotas, guten Schaden ausrichten. Und ja, bitte schreibt mir auch mal rein mit Sneebel, ob ich es behalten darf oder nicht. Würde natürlich sehr gut mir helfen. Level 38, warum ist es so krank stark? Oh nein, es macht Sandsturm. Ja, vom einen nervigen zum anderen nervigen. Eissplitter. Mal gucken, wie viel Schaden du machst und ansonsten Verwurzler einsetzen. Und hoffen, dass es gut geht. Ja, sehr effektiv. Erdbeben. Oh je. Oh je. Ah, nein.
Ich muss Verwurzler einsetzen, glaube ich, damit ich mich wieder heilen kann. Ja, ich wollte eigentlich nur den Kampf schnell zum Abschluss machen, weil, ja, ich es noch schnell machen wollte. Aber okay, so ist das nun mal. Aus dem kurzen Kampf wird ein kleiner Kampf, aus dem kurzen Kampf wird ein langer Kampf. Gähner, du nervst mich, weißt du das? Du langweilst mich. Wenn ich einschlafe, mache ich gleich eine Maronbeere drauf und gut ist. Sehr gut. Das ist sehr schön. Dann habe ich wieder Zeit, meine Kräfte zu sammeln. Eissplitter. Sehr gut. Und dann wird die Maronbeere draufgeworfen. Und dann passt das schon, wenn du einschlafen solltest. Es ist einfach langweilig. Aber okay, Gähner ist halt eine taktisch gute Attacke. In dem Sinne gesehen. Aber auch eine schwierige Attacke. Ja, nicht getroffen. Sehr gut. Aber es ist halt nervig mit dem Sand. Aber wenigstens geht der weg und dann ist der Hagel weg oder kommt der Hagel wieder. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Das, was ich verliere, kriege ich durch Verwurzler wieder. Ja, das ist natürlich blöd. Hat der nicht auch eine Fähigkeit, wenn es hagelt, dass er seine KP auffrischt? Ich weiß es nicht. Oder welches Pokémon war das? Beutel? Bären? Oder haben wir hier noch einen Aufwecker? So, jetzt wird es wieder aufgeweckt. Du langweilst mich, habe ich doch gesagt. Hippopotas. Du langweilst mich. Alles klar. Okay. Das könnte kritisch werden. Ich habe keinen Bock, Schneebedeck zu verlieren. Aber was will ich machen? Was will ich machen? Es ist einfach ein scheiß Pokémon hier. Ich bin schon sehr effektiv. Ich habe aber nichts mehr zum Heilen. Das ist das Problem. Eissplitter, komm. Geh einfach bitte down. Geh einfach bitte down. Die 5 Runden müssten eigentlich jetzt um sein. Ich hoffe mit Volltreffer, das werde ich besiegen. Nein, es reicht nicht. Ein Attack und ich bin weg. Ja, gute Nacht. Diese Folge mal wieder weniger erfolgreich und jetzt trifft der Sandsturm. Ja, oder Sandkrab wirkt. Wie man es auch immer nimmt. Besiegt. Ciao. Ciao, Schneebedeck. Und willkommen. Ja, wir wechseln einfach den jetzt ein. Weil der kann sich gegen Sandsturm gut behaupten. Ich glaube, das wirkt nicht auf Stahl-Pokémon. Und dann machen wir Gyroball. Besiegen das und gucken mal, was als nächstes eingewechselt wird. Und ja. Du langweilst mich, Hippopotas. Da muss man langsam sprechen, sonst kann man sich schnell versprechen. Und es ist einfach nervig. Sondersensor macht das mehr Schaden als Gyroball, ich weiß es einfach nicht. Aber jetzt kriegt er doch noch seinen großen Auftritt in dieser Folge, der Bronzel. Er wird sich definitiv entwickeln. Definitiv in dieser Folge noch entwickeln. Denn er erreicht Level 40. Gratulation. Aber wir haben noch einen harten Gegner vor uns. Wir haben noch einen Kartenkampf. Level 24 für Milite. Vielleicht kriegen wir nochmal ein Schneebedeck wieder. Wirken nicht normalerweise so Attacken 5 Runden bloß. Ich weiß es nicht. Jetzt schlafen wir noch. Was kommt denn jetzt als nächstes rein? Philippa. Ja, bleiben wir mal drin. Ah nein, das war dumm. Das war dumm. Dumm, 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 dummes Kind. Maronbeere. Gut, dass wir immer fleißig Beeren gesammelt haben. Jetzt sind sie nützlich. Aber ich glaube, es gibt doch nicht die Entwicklung. Weil, ja, wir ein Problem haben. Wir haben einen harten Gegner vor uns. Oder auch nicht? Okay. Sandsturm macht wenigstens Schaden und ich kriege keinen Schaden, das ist sehr gut. Irgendeine starke Wasserattacke wäre doch schlimm, wenn der mich treffen würde mit einer Wasserattacke. Ich probiere es einfach mal. Es ist halt nicht der beste Angreifer und er macht immer zum Glück Aeroas. Das ist schon mal gut für mich, aber schlecht für die Dauer des Kampfes, weil eigentlich wollte ich ja den Part schon längst beendet haben, aber ich wollte ja auch mit diesem Kampf machen. Okay. Es kann lange dauern, es kann sich lange hinziehen.
mit diesem blöden Flipper. Ja, dann gibt's heute mal wieder einen längeren Part. Und ja, es wird extrem lang heute. Wir müssen versuchen, es einzuschläfern oder zu verwirren. Wir machen am besten erstmal Konfusstrahl. Ich weiß es nicht. Müssen wir gucken. Ich weiß halt nicht, was er kann, ne? Das ist das Problem. Er kann halt nerven mit seinem Ruheort. Also wenn ich es hab, finde ich es gut. Aber wenn der Gegner es hat, finde ich es blöd. Er versucht das gleich, was ich versuche. Treffe ich denn wenigstens? Ja, das ist schon mal ein Fortschritt. Das ist sehr gut. So soll das auch sein. Bitte verwirr dich selbst. Das wäre das Optimalste, was passieren kann. Und dann gucken wir mal, wenn es sich nicht verwirrt, wenn es nicht hilft, müssen wir das einschläfern, weil das einfach das Beste ist, was man machen kann. Philippa ist verwirrt. Bitte. Ja, so sehe ich das auch gerne. So möchte ich das auch sehen. Jetzt auch wieder mit Leidenschaft dabei. Jetzt macht das auch Spaß zu kämpfen, wenn es klappt. Ja, leider einen guten Kameraden, der erst in dieser Folge erschienen ist, Schneebedeck verloren. Und ja, in der nächsten Folge gucken wir mal, dass wir noch auf der Route 217 den Pokémon fangen. Und mit Sneebel müssen wir auch mal bis zum nächsten Part geklärt haben, was damit ist. Aeroas trifft leider glücklicherweise, also ja, nicht glücklicherweise, aber es trifft leider. Aber glücklicherweise hat Aeroas eingesetzt, das würde ich sagen, weil genau das ist der Grund, weshalb wir ihn jetzt besiegen können. Oh, endlich. Endlich ist dieser lange Kampf vorbei. Und ja, das ist gut. Sandsturm wirkt und ciao, Philippa. Und danke fürs Zusehen, Leute. Wer jetzt noch bis jetzt dran ist, darf doch gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ich verabschiede mich von euch. Ich werde aber geheilt und gefrischt in der nächsten Folge wieder hier stehen. Weil da, das Haus ist ja nicht so weit weg. Ah ja, genau, wir haben noch die Entwicklung. Genau, wer bis zum Ende dran ist, der hat auch die Entwicklung gesehen und weiß auch Bescheid, was passiert ist in der nächsten Folge. Falls ihr nicht zu Ende schaut, dann ja, wisst ihr es nicht. Aber so kriegen wir jetzt einen Bronze-Song. Und das ist doch sehr gut, sehr schön. Und super. Und danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal im Schneesturm wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.